VW setzt den Passat unter Strom. Naja, zumindest zeitweise. Mit der Kraft der zwei Herzen. Das Flaggschiff der Baureihe, so nennt Volkswagen ihren Passat GTE. Viel neue Technologie, aber so viel GTE sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Man muss schon genau hingucken, hier sieht man Stempel GTE, hier zieht sich so ein blauer Bogen durch die Front. Das sind Indizien, dass hier nicht ein ganz normaler, stinknormaler Passat steht. Auch hier unten dieser Lichtbogen, das sieht man immer bei Fahrzeugen, die elektrisch fahren bei Volkswagen. Hier vorne sieht man noch eine Klappe, beziehungsweise man sieht sie erst, wenn man sie öffnet. Hier wird dann schön der Strom hineingeladen. Ausgestattet ist der Passat GTE mit einer 1,4 Liter Turbomaschine und 156 PS sowie einem 115 PS Elektromotor. Macht eine Systemleistung von 218 Pferdchen. Von 0 auf 100 braucht der Passat lediglich 7,6 Sekunden. Auf der Autobahn läuft er bis zu 225 km/h Spitze. Alles schön und gut, aber was ist daran besonders? Das Highlight versteckt sich beim GTE in der Mittelkonsole. Natürlich kann man auch im GTE, so wie man es vom Passat gewohnt ist, seine verschiedenen Fahrmodi wählen. Hier Eco, Komfort, Normal, Sport, muss man ein bisschen auf die Straße gucken, ne? Und individuell, das kennt man, aber es gibt hier jetzt auch die Taste E-Mode. Da kann man zum Beispiel in Battery Charge gehen, das heißt, es wird mit Rekuperation gearbeitet, Energierückgewinnung beim Bremsen, das heißt, die Batterie wird wieder aufgeladen. Man kann in Hybrid wechseln oder, und das ist das Interessante, man kann komplett manuell in den vollelektrischen Fahrmodus gehen. Das heißt, es wird nur Energie aus der Batterie geholt, bei einer Höchstgeschwindigkeit immerhin noch von 130 km/h. Viel schöner ist aber die Taste hier oben, GTE. Da hört man richtig, es wird der Verbrennungsmotor dazu geschaltet. Man hat jetzt eine Systemleistung von 218 PS, 225 km/h sind Spitze und man hat richtig schönen Fahrspaß. Wenn die Batterie voll ist, geht der GTE im Elektromodus ab wie die Feuerwehr. 50 Kilometer sind rein elektrisch drin, sagt VW. Wir sagen, nur wenn auf dem Gaspedal ein rohes Ei klebt. Nach 33 Kilometern war unsere Batterie leer gefahren. Der versprochene Verbrauch von 1,6 Litern ist also graue Theorie. Geht nur, wenn der Akku voll ist und die Laborteststrecke genau 100 Kilometer beträgt. Bei der Fahrt in den Urlaub gilt der Verbrauch für den Benziner, also um die 7 Liter. Und dann ist da ja auch noch der Preis. Wenn man solch einen schicken Passat GTE sein eigen nennen möchte, dann sollte man mindestens rund 44.000 Euro mitbringen. So viel will Volkswagen nämlich haben für den Passat GTE als Limousine. Wenn man den so haben möchte wie wir hier, als Variante, also die Kombi-Version, dann muss man nochmal rund 1.000 Euro mehr auf den Tisch legen. Es ist natürlich auch so, dass die Technik, die hier in so einem Auto drin steckt, nicht ganz so günstig ist. Aber es ist eine Investition in die Zukunft. Einmal für sich selbst, wenn man sich so ein Auto leistet, aber auch für den Konzern. Denn Prognosen sagen, dass bis 2018 der Absatz weltweit von Plug-in-Hybriden bis auf rund 900.000 Stück, sich vervierfachen soll. 2022, auch nicht mehr so lange hin, da soll es sogar hochgehen bis auf 3 Millionen Stück weltweit, allein in den Segmenten Kompakt und Oberklasse. Also der richtige Schritt für Volkswagen, wenn man mal überlegt, rund 40.000 Euro für so eine Kiste hier. Und das alles mal 3 Millionen, wenn man den ganzen Markt abschöpft, kommt ein bisschen was zusammen, oder? Zugegeben, die Technik im GTE ist faszinierend. Aber für wen lohnt sich das? Das Auto ist nur sinnvoll für Pendler, die bis zur Arbeit elektrisch fahren, beim Chef aufladen und mit dem Strom dann wieder nach Hause kommen. Also maximal 35 bis 50 Kilometer weit am Tag fahren. Für alle anderen muss die elektrische Zukunft noch ein bisschen warten, weil Diesel und Benzin noch die günstigere Alternativen sind.